Ich will natürlich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen und klar sagen, dass wir aus verschiedenen Gründen große Probleme sehen mit dem Türkei-Deal in Bezug auf die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention, weil ich will nur ein banales Beispiel hier anbringen. Es keine Erklärung gibt, warum beispielsweise verfolgte Jesiden aus dem Kriegsgebiet Irak nicht berücksichtigt werden sollten bei der Aufnahme von Flüchtlingen, wo auch immer. Deswegen denke ich, wird es auch Nachspiel geben. Damit müssen Sie natürlich rechnen. Und ich denke, Sie wissen das auch, auch wenn Kommission und Rat freundlicherweise eine Legal Opinion abgegeben haben, die davon ausgeht, dass das vollkommen völkerrechtswidrig und auch mit der UN-Konvention in Übereinstimmung steht. Ich will also alles weglassen, was mir schwerfällt, um das Ganze zu bewerten, und mich konzentrieren auf Fragen, die ich an Sie habe. Und ich bitte Sie inständig und herzlichst und dringend, dass Sie die auch wirklich beantworten und nicht wegwischen. Erste Frage. Nach welchen Kriterien wird eigentlich in der Türkei festgelegt, welche Syrer zurückkommen, also nach Europa? Nach welchen Kriterien? Wer legt diese Kriterien fest? Mit wem ist das abgestimmt darauf? Das Zweite ist, ich möchte gerne wissen, was passiert eigentlich mit den abgeschobenen Flüchtlingen? Wie ist die Vereinbarung weiter getroffen? Was passiert, wenn die in der Türkei sind? Werden die dann abgeschoben? Bleiben die? Wie wird auch hier nach Kriterien vorgegangen? Da muss es ja Regelungen dafür geben, oder wird das der Türkei einfach überlassen? Nächste Frage. Was passiert mit dem 72.000 und ersten Flüchtling, der dann von diesem Abkommen ja nicht mehr betroffen sein wird? Denn, so habe ich es zumindest gelesen, und man kann ja nur lesen von Abkommen, die andere abschließen, danach ist ja das Abkommen praktisch geschlossen. Nach dem 72., zumindest 72.000. Flüchtling, der aufgenommen werden kann in der EU, ist dann erstmal zumindest mit dieser Aufnahme ein Ende gesetzt. Was passiert also mit dem 72.001.? Ja, auf welcher Basis hat Griechenland, das würde ich gerne wissen, das Gesetz so geändert, dass bestimmte Gruppen tatsächlich sicher sind in der Türkei und andere nicht? Also die Frage ist schon von meiner Vorrednerin, Frau Sippel, gestellt worden. Das hätte ich auch gerne gewusst, wie das tatsächlich geregelt ist. Bis wann? Da hätte ich wirklich auch einen Stichtag genannt. Bis wann erhält Griechenland alle versprochenen notwendigen Hilfen seitens der EU? Bis wann? Also nicht irgendwie, sondern bis wann ist das alles da? Wie sichern Sie eigentlich ab, dass das Geld für die Flüchtlinge in der Türkei, es sind ja ein paar kleckliche Milliarden Euro, mit denen was wir zu tun haben, wie sichern Sie ab, dass dieses Geld dort ankommt, wie es sich die Kommission vorgestellt hat? Gibt es Kontrollen, die eingeführt werden? Gibt es einen Nachweis, der geführt werden muss seitens der Türkei? Können wir als Abgeordnete diesen Nachweis auf den Tisch bekommen, wie das Geld, was in die Türkei fließt, auch tatsächlich ankommt? Und die letzte Frage ist, wie ist der Stand der Kriterienerfüllung zur Visaliberalisierung seitens der Türkei? Da gab es ja noch ein bis zwei Probleme, die zu lösen waren. Wie ist da der Stand? Und wann kann das Parlament, also wir im Ausschuss, wann können wir konkrete Kenntnis davon erfahren, wie weit die Erfüllung tatsächlich erfolgt ist? Vielen Dank. Ganz ehrlich gesagt, bin ich auch nicht gekommen, um hier viel Sympathie und persönliches Einfühlvermögen zu erwarten. Das hat mein Job so an sich. Und in all den Kommentaren und Fragen fühle ich doch, dass hier im Parlament große Bedenken gehegt werden. Und das werde ich natürlich auch weitergeben. Ich werde auch nach bestem Vermögen versuchen, auf diese Bedenken zu reagieren. Ich kann wahrscheinlich nicht alle ausräumen, aber ich kann Ihnen eins versichern, nämlich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, alles Menschenmögliche tun werden, damit dieser Deal nicht nur funktioniert, sondern auch so zu einem Erfolg wird, dass wir eine akzeptable Situation bekommen nach
akzeptabel nach europäischen Normen. Diese europäischen Normen haben wir beileibe nicht vergessen. So viel wollte ich vorweg schicken. Es ist natürlich eine gute Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Es gibt ganz klar gewisse Informationslücken, auf die wir reagieren müssen. Also es gab da den Kommentar, dass 95% der Betroffenen einen Asylantrag stellen. Das ist derzeit einfach nicht der Fall. 6.386 Menschen befinden sich auf den Inseln und 4.261 haben Asyl beantragt, soweit ich weiß. Also es ist schon eine große Zahl, aber bestimmt nicht 95%. Sie können hier auch nicht voreilig zu Schlüssen kommen, dass vor dem Hintergrund der Asylanträge all diese Menschen in Griechenland bleiben werden. Es ist Tatsache, dass eine bedeutsame Zahl dieser Menschen letztendlich zurückgeschickt wird. Und da möchte ich ganz klar sein, dass hier individuell bewertet werden muss. Da hat sich in unserer Politik nichts geändert, das möchte ich ganz klar sagen. Aber mit den Änderungen, die jetzt greifen werden, beziehungsweise die in der Türkei jetzt gegriffen haben, in Bezug auf Syrer, und da dürfen wir nicht vergessen, dass die Türkei schon sehr viele Syrer aufgenommen hat, da gibt es ein ganz klares Bekenntnis, das jetzt auch in Gesetzesform besteht, ein Bekenntnis dazu, dass Syrer, die von den griechischen Inseln kommen, diesen vorübergehenden Schutzstatus bekommen werden. Und dieser Schutzstatus genügt den geltenden internationalen Konventionen voll und ganz. Das ist schon mal ganz klar, und ganz klar ist auch, dass schon vor dem Abkommen die Möglichkeit bestand, auf der Grundlage von bilateralen Rücknahmeabkommen zwischen der Türkei und Griechenland Rücksendungen von Wirtschaftsflüchtlingen vorzunehmen, also von Menschen, die kein Anrecht auf internationalen Schutz haben. Aber ein Großteil der Neuankömmlinge gehört nach wie vor zu dieser Gruppe und das wird auch weiterhin so sein. Es gab sehr viele Fragen zur Umsiedlung. Wir bekennen uns ganz klar zur Umsiedlung. Wir dringen die Mitgliedstaaten auch weiterhin ihre Verpflichtungen einzuhalten. Nun, warum habe ich gesagt, dass es für Menschen gilt, die vor dem 20. März eingetroffen sind? Nicht aufgrund einer Gesetzesänderung, sondern weil wir das so sehen, dass die Menschen, die nach dem 20. eingetroffen sind, grundsätzlich in die Türkei zurückgeschickt werden, es sei denn, bestimmte Umstände kommen in ihrer Einzelfallprüfung zum Tragen, die dagegen sprechen. Dann in puncto Umsiedlung gibt es hier noch genug Zusagen. Ja, es gibt genug Zusagen. Menschen sind derzeit in Griechenland gestrandet. Nicht alle sind ausfallfähig für diese Umsiedlungsfrage und insgesamt könnte es bis zu 66.000 Umsiedlungen geben aus Griechenland. Vor dem Hintergrund der bestehenden Situation. Ich glaube also nicht, dass das Abkommen bei der Umsiedlung so viel ändern wird.
Es gibt natürlich auch die Verpflichtung, diesen Aspekt zu intensivieren. Das beschäftigt uns also nach wie vor. Und somit komme ich zur Frage, ob es Alternativlösungen gibt. Das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Warte sehe ich das so, dass keine Lösung bisher vollkommen ist. Wir müssen uns eben auch eingestehen, dass die Situation zuvor keine Lösung war. Wir hatten sehr chaotische Umstände, Menschen starben und das würde niemand als eine gute Lösung bezeichnen. Wir haben jetzt einen recht umfassenden Deal. Also ich akzeptiere auch Ihre Skepsis, Ihre Standpunkte, Ihre Kritik, aber vieles von dieser Kritik und von Ihren Standpunkten könnte auch ausgeräumt werden im Rahmen dieses Abkommens. Ja, jetzt noch zu anderen Aspekten, die angesprochen wurden. Wird man nach Gruppen urteilen oder nach Einzelfällen? Ich habe das, glaube ich, ziemlich klar gesagt. Einzelfallprüfung. Das ist nach wie vor die geltende Vorschrift und das nur so kann man das Ganze überhaupt legal halten. Werden die einzeln bewertet? Fragt der Vorsitzende. Ja. Also ich habe keinen Asylantrag geprüft, sagt der Redner. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die einzelnen Asylanträge auch einzeln geprüft werden. Dieses System werden wir ausführen. So sieht das aus. Es gab dann Bedenken. Ich verstehe Ihre Frage, was mit den anderen Nationalitäten geschieht. Also noch einmal, es wird einzeln geprüft, aber es ist zu erwarten, dass Wirtschaftsflüchtlinge ja auch zuvor schon zurückgeschickt werden konnten und das wird auch weiterhin so sein. Nach der Einzelprüfung und was ich sagte, bezieht sich auch auf die Syrer. Die Situation sollte jetzt also klarer sein. Und wie ich sagte, die Diskussionen laufen noch. Und noch einmal, ich kann hier nur sagen, dass wir Menschen nur zurückschicken können, wenn das auch legal ist. Das ist die Grundlage. Schickt er so genug Personal? Er so wird das Personal mit der Zeit schrittweise aufstocken, aber über Nacht geht das natürlich nicht. Die Mitgliedstaaten haben den Willen bekundet, Sachverständige zu entsenden. Und auch deren Zahl wird mit der Zeit steigen. Martin, es gab da eine Frage zum Thema über Nacht. 30 geschulte Personalmitglieder hieß es. In der EU gibt es überall sehr viele geschulte Sachverständige. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier hochqualifizierte Freiwillige gibt. Also vielen Kollegen schwebt diese Frage vor. Das wurde in Fraktionssitzungen und Einzelgesprächen zur Sprache gebracht. Also ich möchte hier nur hinweisen auf die tiefen Sorgen, die bestehen. 30 qualifizierte Menschen werden entsandt. Schulungen brauchen eine gewisse Zeit, findet die Schulung dann in Griechenland statt. Also
Wir haben so viele Menschen da in diesen geschlossenen Lagern. Und es wird dann Beamten aus allen Mitgliedstaaten geben, die dorthin gehen. Jeden Tag wird über diese Lage berichtet. Wenn der Teufel im Detail steckt, dann bricht das Ganze zusammen, wenn sie zum heutigen Stand nur 30 Leute haben. Also das ist hier ein großes operatives Problem. Tut mir leid, dass ich Sie hier unter Druck setze, aber ich möchte gerne zum Kern der Sache kommen. Also wie sehen die Schulungsanforderungen aus, die dagegen sprechen, dass diese operativen Bedürfnisse sofort gedeckt werden? Also so wie das läuft, können Sie einfach in den kommenden Tagen keine Einzelfallprüfungen vornehmen. Ja, ich kann das erklären. Also die Schulung dauert nicht lange. Man fängt ja nicht von null an. Aber man braucht da ein gemeinsames Verständnis darüber, wie man diese Anträge prüfen wird. Nur um hier genau zu sein. Es gab diese Woche eine erste Gruppenschulung, die anderthalb Tage dauerte. Also das ist keine lange Schulung. Aber wir dürfen die Menschen ja auch nicht komplett unvorbereitet hinschicken. Also jeder, der schon mal eine Organisation gemanagt hat, irgendwann weiß ja, dass es eben gewisse Grenzen gibt in Bezug auf die Geschwindigkeit. Also wir werden so schnell wie möglich expandieren, aber die Menschen müssen ja auch im System absorbiert werden. Ich spreche da nicht von Jahren oder Monaten. Das wird schon sehr schnell gehen. Aber das wird ein Ansatz in mehreren Phasen sein und das ist auch eine verantwortliche Vorgehensweise. Nur wenn die Organisation funktioniert, werden auch Ergebnisse folgen. Und aus der Managementlogik und der Handhabbarkeit des Prozesses ist das auch ganz logisch. Ja, drei Abgeordnete möchten darauf genauer eingehen. Also werden Sie damit einverstanden, wenn die Abgeordneten ihre Fragen nochmal vorbringen? Frau Ahns, zuerst bitte Ihre Frage. Ich habe bisher die Kommission immer als einen Partner betrachtet, mit dem man tatsächlich auch offen sprechen kann. Wir haben auch manchmal Schwierigkeiten, das ist klar, aber letztendlich offen sprechen kann. Wir haben Sie gebeten, auf konkrete Fragen konkrete Antworten zu geben. Nicht eine einzige Frage von 7 Stück, die ich gestellt habe, haben Sie beantwortet. Nicht eine einzige. Ich erwarte nicht, dass Sie alles beantworten können aus dem Stand. Aber so geht es nicht. Das ist ein Skandal, das will ich ganz klar sagen. Und das muss man auch wenigstens mal zum Ausdruck bringen können. Wir sind hier keine Spaßgesellschaft, sondern im Parlament, wo es ein Antwortrecht auch gibt. Vielleicht interessiert das auch nochmal diese Kommission. Okay.